Es war einmal ein kleines Städtchen namens Rosenzell. Prächtige Rosen duften in allen Gässchen, friedliche Leute flanieren im goldigen Sonnenschein. Und dann, ja dann, kommt der Kanton und ist mit dem Märchen von Rosenzell nicht ganz einverstanden. Weil jetzt der Kanton Thurgau uns droht hat, dass wir unter Ersatzvornamen die Tafel heute Nachmittag demontieren lassen und dann da uns Geld kosten, haben wir jetzt beschlossen, dass wir selber die Tafel nach dem Spass, den alle daran hatten, wieder wegnehmen. Sind Sie ein bisschen traurig? Ja, ein bisschen traurig bin ich. Die Tafel muss also weg und aus Rosenzell wird wieder Bischofszell, fast als wäre alles nur ein Märchen. Immerhin, Bischofszell nennt sich weiterhin die Rosenstadt im Thurgau und das zu Recht. Das Tor zum Rosenparadies ist wieder offen für eine ganze Woche und seit gestern Abend ist die Rosenstadt noch um einen Schatz reicher. Im September hat das OK rund um Bernhard Bischof den Preis Oberthurgauer vom Jahr gewonnen. Und das Geld ist jetzt investiert in aufgefrischten Rosengarten beim Museum. Zuerst ist man mal überrascht und fragt sich, vielleicht hat man überhaupt den Preis verdient. Und dann kommt irgendwie eine Freude und eine Genugtuung. Und vor allem eine Genugtuung, weil man auch außerhalb von Bischofszell sieht, dass hier im Bischofszell etwas vor sich geht, wo über regionale Ausstrahlung hat oder nationale Ausstrahlung, vielleicht sogar internationale Ausstrahlung. Genau diese Ausstrahlung und eine gewisse Tradition mittlerweile schon vom Anlass war das Hauptargument, warum der Preis an die Organisatoren der Rosenwoche gegangen ist. Das OK Rosenwoche hat jetzt schon zum 10. Mal die Rosenwoche und Kulturwoche organisiert. Und wir haben gefunden, es ist etwas, das die Region sehr prägt. Es ist etwas, das sehr gut passt nach Bischofszell. Es ist etwas, das nicht an den Haaren herbeizogen ist. Es gibt da schon die Gärten und sie machen das äußerst leidenschaftlich. Und das gefällt uns, wenn jemand so eine Leidenschaft entwickelt, die über die Region aus ausstrahlt. Mit dem Preisgeld sind jetzt alle Flächen vom Museumsgarten neu bepflanzt worden. Das Ziel, ein barocker Garten, der für Hochzeiten, Aperos oder einfach Fototermin zum Verweilen einlädt. Die Freude am Rosenduftgarten ist auch beim Stadtdamen gross. Die Rosenwoche ist mittlerweile nicht mehr aus dem Städtchen wegzudenken. Für die Stadt Bischofszell ist das Ganze gut, das Markenzeichen. Nämlich die Rosen ist ja die Schönheit, die Rosen ist die Anmut und die Rosen ist das Wohlbefinden. Und für mich als Stadtdame ist das ein ganz besonderer Einsatz, den das OK geleistet hat. Darum soll auch das OK den Anerkennungspreis haben als Oberthurgauer des Jahres 2010. Vor 2 Jahren hat sogar eine eigens kreierte Rose für Bischofszell gegeben. Sie hat auch im neu eingerichteten Duftgarten ihren festen Platz und darf in der Mitte ihre ganze Pracht zeigen. Wegen der brütenden Hitze muss man sich übrigens keine Sorgen machen um all die liebevoll angepflanzten und arrangierten Rosen, jedenfalls nicht zu Bischofszell. Wir sind natürlich in der glücklichen Lage hier im Städtli, dass wir sehr grosse Schattenparte haben. Also, die sind nicht den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Am Morgen ist einmal Detail der Sonne ausgesetzt, nachher kommt der Schatten. Also, das ist eigentlich noch recht ideal. Rosen und Bischofszell, Bischofszell und Rosen. Diese Kombination gehört seit jetzt 10 Jahren fest zusammen. Noch bis am Sonntag können Besucher in die märchenhafte Rosenwelt eintauchen. Und wer weiß, vielleicht findet man sich dann doch oftmals im sagenumwobenen Rosenzell wieder.